So, willkommen zurück bei Cyberpunk 2077. Ihr hört meine leicht... Moment. Nee. Genau, das beschreibt so ziemlich meine aktuelle Emotion. Wir müssen in den Himmel gucken. Mann! Ja, dann wäre es weitergegangen. So easy kann es sein. Also Schnellspeichern funktioniert nicht, man kann nicht speichern. Ihr seht das hier, wir sind gerade nach dem Lagerfeuer. Man kann nicht speichern. Hier, schnell speichern. Es funktioniert nicht. Ich weiß nicht warum. Wir können nicht speichern. Das heißt im Klartext, wenn wir gleich sterben, müssen wir nochmal alles machen. Es ist ein bisschen ärgerlich. Ich hoffe mal, wir schaffen es jetzt einfach. Und wenn nicht? Tja. Dann halt nochmal, ne? Ja, also sie sagt ja, guck dir die Sterne an, ne? Und dann triggert der weitere Dialog. Ist ein bisschen doof, wenn man die Dialoge überspringt, liest man das natürlich nicht. Deshalb hätte das bei dieser Überspringen-Funktion eigentlich auch übersprungen werden müssen, aber egal. Mehr Geschwindigkeit. Der Überfall ist auf jeden Fall so fett, dass sie sich nicht beschweren dürfen, wenn Militech die nachher jagt, ne? Übrigens nur so am Rande, weil die ja gesagt haben, die sind keine Gesetzeslosen. Mein Gott. Ich sehe sie. Umzingelt sie, sobald sie abgeschnitten sind. Leck mich doch am Arsch. Schon wieder. Beweg dein Arsch, Teddy Boy. Ach, ich gehe aus dem Auto raus. Ach, mein Gott. Okay, dann war es meine Schuld. Das ist echt ein geiles Gewehr, hä? Soldat am Boden! Hilf mir mal! Ich dachte, man wäre oben immer noch in der Kuppel drin. Lass mich mal noch ganz schön ein paar Sachen plündern, ja? Nice, nice. Danke, 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 danke. Und wieder überladen, ja, ja. Das kennen wir ja inzwischen. Inventar. Weapons. Zerlegen. Okay. Ah, das ist ein Teil davon, das ist das andere Teil. Aber ziemlich wenig Militech dafür, dass das so ein fettes Ding... Wobei, das ist ein ausgemusterter, ne? Darf man jetzt auch nicht vertauschen. Das ist jetzt kein nagelneuer Panzer. Okay. Okay, los geht's. Bereit für den Kampf.
Du musst echt was an deinem Gewehr oben drauf machen, ja? Ziemlich unzuverlässig. Saul wird sich freuen. Scheiße! Es hat funktioniert! Natürlich hat es das. Genau wie ich gesagt habe. Wie geht's dir, Vi? Hattest du Spaß? Aber wie? Sei froh, dass du nicht mithelfen musst, diesen Haufen Schrott zusammenzusetzen. Für Mitch und Teddy geht der Spaß erst richtig los. Okay, das ist echt ein fettes Ding, hä? Huh? Nicht, dass gerade Biotechnica da ist und jetzt sieht, wie wir hier... Meine Verbindung zum Militech-Kanal ist weg. Die Anzüge haben endlich geschnallt, dass jemand lauscht und die Codes geändert. Perfektes Timing, wenn du mich fragst. Ich ahne wieder was Schlimmes, wie immer. Ihr kennt mich ja. Alle Nomaden tot, alle Nomaden weg, Soul weg. Ich kann mit ihm reden, wenn du willst. Nein, danke, das erledige ich lieber selbst. Triff dich mit Soul. Jetzt geht's los. Oh oh. Was hat das zu bedeuten? Siehst du doch, das ist der Basilisk. Ich sehe nur zwei Trucks mit riesigen Militech-Logos. Verdammt, Panam! Das sieht man aus meilenweiter Entfernung. Glaubst du, wir hätten nicht schon genug? Wir könnten jeden Moment hier... Und jetzt müssen wir uns auch noch um Militech sorgen machen. Schnauze! Fuck! Halt endlich dein Maul! Du willst für immer den Konzern die Stiefel lecken? Schön! Dann mach doch! Dann nehmen wir den Basilisk als Andenken daran, was diese Familie einmal war. Oder vielleicht können wir uns einfach das nächste Mal verteidigen, wenn wir angegriffen werden. Sobald ich mit Biotechnica fertig bin, halten wir eine Versammlung ab und reden über das hier. Und dich. Bis es soweit ist, schaffst du gefälligst diese Trucks hier weg. Und der Basilisk? Können wir ihn zusammensetzen? Macht, was ihr wollt. Aber geht mir aus den Augen. Bob, Mitch, ihr beide bringt die Trucks nach hinten. Wir müssen entladen. Gut, aber was machen wir dann mit denen? Oh, ich hab ne Idee. Hast ein ziemliches Organ. Danke. Ich glaube, das letzte Mal, als ich so geschrien habe, war ich 10 Jahre alt. Scheint alles nach wie vor zu funktionieren. Alles in Ordnung bei dir? Ja, natürlich. Obwohl die große Zugentführung der lustigere Teil von all dem war. Wenn du mich wieder brauchst, ruf einfach an. Wie? Das werde ich. Mach dich auf einen Anruf gefasst. Ich warte hier. Bis dann. Nicht mal Geld? Ich meine natürlich, Queen of the Highway. Verlasse das Lager und warte, bis der Basilisk bereit ist. Ja, okay, wir haben ja gesagt, wir machen es ohne Geld, aber ich hätte natürlich, ich bin ein sehr selbstloser Mensch, der aber dann trotzdem immer ein bisschen Gerechtigkeit erwartet. Und deshalb erwarte ich eigentlich in Situationen immer, dass man trotzdem was bekommt, aber ohne nachzufragen. Ich habe so eine ganz komische Logik von Dankbarkeit, müsst ihr wissen. Man fordert nicht, man gibt freiwillig. Und wer das nicht macht, der hat keine Ahnung, wie Dankbarkeit funktioniert. Na gut, ist ja egal.
Warum ist denn hier so ein Haussymbol? Ich frag mal nicht. Ja, Waffenhändler, hallo. Ja? Was gibt's? Was hast du denn? Na ja. Kannst du haben. Behalte ich mal. Kannst du haben. Warum ist das denn ikonisch, Fenrir? Die hätte diesen geilen Feuereffekt gehabt, ne? Ich finde tatsächlich unser Sturmgewehr richtig kacke. Das können wir gerne verkaufen. Kann weg, kann weg. Kann weg, kann weg. Kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. Ich meine, es bringt nicht viel Geld, aber immerhin. Schlagstock, ganz ehrlich. Okay. What the fuck? Was ist das? Hä? Ist viel besser, sieht aber richtig kacke aus. Militech Neotarkhose. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Was ist denn das für ein komisches Ding hier? Ist das Mütze? Nee. Ach du Scheiße, ist das hässlich. Kang Tao Kampf Okuset aus Mangan oder so ähnlich. Nee, das sieht mir zu Zweite Weltkrieg mäßig aus. Oh Gott, das ist ja sogar das Tattoo am Arm. Schick, schick. Kann man nicht anders sagen. Das Scharfschützengewehr behalten wir auf jeden Fall, aber... nicht jetzt. Wir können ja auch nochmal gerne gucken im Sinne von aufsetzen, weil hier haben wir echt viele Slotplätze. Guckt euch das mal an hier. Mods. Macht den Schaden nicht tödlich. Macht den Schaden nicht tödlich. Erhöht den Schaden um 5. Erhöht die Schussrate. Die pinke Farbe ist ja süß. Okay. Ja. Heißt also, auch hier kommt noch eine Folgeaufgabe. Und zwar irgendwann, sobald der Basilisk fertig ist. Das Scheißspiel stört mich mehr als mein Scheißleben. Schon mal von Santiago gehört? War früher mal ein Nomade. Schon mal was von unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus? Ich hoffe, dir geht's gut. Warum erinnern sich auf einmal alle an Santiago? Ein Freund von mir hat mal mit ihm gearbeitet. Bei Joss. Muss ziemlich alt sein. Würde mich echt freuen, wenn du vorbeikommst. Santiago ist eine Legende, ja. Nicht gerade ein Vorbild für mich, aber. Hatte schon Angst. In seiner Zeit war er ein Du hast mich vergessen. Held. Dich niemals. Du scheinst ihn nicht so zu feiern wie der Rest. Joss helfen. Man sagt, Randy ist noch im Krankenhaus. Mal hier, mal da. Jemand muss auf die Kleinen aufpassen. Aber sowas gibt es ihn besucht. Entweder ist man seiner Familie treu. Du schuldest mir keine Erklärung. Zählt Loyalität gegenüber Freunden denn nicht? Also, vielleicht. Kommst du vorbei? Dann endet man sich Santiago.
Er ist abgekratzt. Freue mich drauf, euch alle zu sehen. Kamerad Arasaka zu stoppen. Prima. Joss wird sich auch freuen. Toller Freund. Klingt gut. Weißt du, du fehlst mir wie. Schon mal von Santiago gehört? War früher mal ein Nomade. Du fehlst mir auch, River. Wir sehen uns also bei Joss. Wir sehen uns bei Joss. Ein Freund von mir hat mal mit. Gut, dann die Pflicht ruft. Dann. What the fuck? Ich hoffe, ihr konntet jetzt Multitasking. Following the River. Ja, wir werden uns nicht mit dem einlassen. Wir sind so Lonely Cowboy. Ne, das wisst ihr ja. Okay, hier hinten sind jetzt die beiden Wagen. Ist hier auch Panam? Weißt du, warum ich lese? Weil es nur in Fiktion möglich ist. Manchmal denke ich, wir könnten länger hier bleiben. Sinn zu erkennen. Aber dann kommt ein Stadtmensch zu uns und ich fange an zu grübeln. Gibt Ärger mit der Signalreichweite. Wer weiß, vielleicht wegen Dakota und ihrem verdammten Traumfänger. Weiß nicht, fand's oben im Norden besser, nicht so viel Sand. Das Zeug überall am Körper. Glaub ich dir. Hallo Panam. Du hast nichts in der Hand? Hey, wie läuft's mit Rogue? Geht so, warten wir's ab. Also, habt ihr alles geklärt? Momentan gehen wir uns aus dem Weg. Ist mir nur recht. Ach, das ist wahrscheinlich mit dem Cyberpsycho, richtig. Genau. Keine Komplikation mit Kang Tao? Bisher nicht. Haben noch eine Patrouille zur Tanke geschickt. Aber sie sind überzeugt, dass die Ruffen den AV runtergeholt und Hellmanns Wachen angegriffen haben. Der Typ von der Tanke bleibt bei der Geschichte, also sind wir fürs Erste sicher. Ich frage mich gerade nur, was mit Hellman passiert ist am Ende. Na gut, ja. Ihr wisst, wir sparen Geld für unser Auto, ne? Deshalb ist der Ripper Dog eh erstmal raus. Ja. Dann treffen wir uns mal mit River. Ich sehe schon, das mit der Hauptaufgabe wird gar nichts mehr. Das ist aber okay. Das ist okay. Das ist schon okay. Oh Mann, das ist aber schon echt eine wüstige Wüste hier. Aber dafür ist es auch genau das richtige Motorrad. Ja, wie gesagt, also ich würde mir auf jeden Fall diesen City Flitzer holen wollen. Oh. Wow. Wenn wir denn dann mal 55.000 Eddies zusammen haben. Man muss dazu sagen, wir haben auch nicht gegeizt bisher, ne? Wir haben ja... Wir haben ja damals Rogue 15.000 bezahlt. Wir haben unsere Schulden bei Vic tatsächlich bezahlt. Ne? Also... Ja, das Spiel hat eine merkwürdige Physik. Das ist halt schon offensichtlich. So richtig funktioniert es halt nicht. Ich meine, es ist okay, aber man sieht halt, dass da so ein bisschen, keine Ahnung, Erfahrung fehlt. Nennt es wie ihr wollt. Oh shit. Warte bei den Fässern auf River. Na, tatsächlich. Wird nicht lange dauern.
Garantiert nicht. Etwas später. Oh, hi. Hi. Hallo. Hey, wie geht's? Hier drüben. Kommst du nicht mit? Ich stehe nicht so auf Picknicks. Aber mach ruhig. Hatte gerade eine Idee für einen neuen Song. Das ist mir wichtiger. Okay, Johnny. Perfektes Timing. Kannst mir beim Kochen helfen. Was gibt's denn Leckeres? Jambalaya. Komm, du kannst das Fleisch umrühren. Oh, Sojafleisch? Okay. Wäre Joss nicht besser geeignet? Joss hat ihren Teil erledigt. Nimm einfach den Löffel und rühr. Ist das ein altes Ward-Familienrezept? Mhm. Zwiebeln, Paprika, Thymian. Muss noch Sellerie und Knoblauch schneiden. Aber du rührst bitte weiter. Rühren! Ja doch, ich rühre ja brav. Besseres Jambalaya hattest du noch nie, ich schwöre. Wie geht's, Randy? Er muss sich erst wiederfinden. Aber körperlich wird es echt lange dauern, bis er sich komplett erholt hat. Und mental? Das war eine üble Nummer. So krank das auch klingt, aber was Harris ihm angetan hat, hat ihm vielleicht geholfen. Vielleicht auch nicht, aber es fühlt sich an wie ein Neuanfang. Du siehst heute irgendwie anders aus. Ach ja? Ja, irgendwie normaler als sonst. Als hättest du die Nacht durchgeschlafen. Ich wollte, dass du auch mal diese Seite siehst. Ich will nicht die Stimmung versauen, aber was ist mit Peter Pan? Du meinst, ob ich ihn umgebracht habe? Darüber reden wir nachher. Klar, kein Stress. Es ist nur, du weißt schon. Ich weiß. Okay, ich glaube, du hast genug gerührt. Kannst du mal bitte den Reis herholen? Zu Befehl. Da steht immer noch NCPD. Ja, der ist schon tatsächlich harte Schale, weicher Kern, ne? Tatsächlich. Nein, Randy war schon immer so. Aber das hat bestimmt nicht geholfen. Sein Vater war ja auch kein einfacher Mensch. Das habe ich ihnen auch gesagt. Aber es kam immer dasselbe zurück. Niemand interessiert sich für Kinder, die irgendwie anders sind. Mit genau den Worten, ja. Wollte mir jedes Mal die Haare ausreißen. Wann kann ich ihn wiedersehen? Sehr gut, ich wollte ihm nämlich was vorbeibringen. Er liebt Musik, also... Wie bitte? Ja, ich werde dran denken. Sagen Sie es mir einfach. Vielen Dank. Sie haben mir so, so sehr geholfen. Mhm. Ja, wir telefonieren bald wieder. So schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich sollte mich bedanken. Siehst gut aus, Joss. Findest du? Danke. Wie geht's Randy? Er ist noch im Krankenhaus, unter Schock. Ist aber auf dem Weg der Besserung. Hatte noch gar keine Gelegenheit, mich richtig bei dir zu bedanken. Es ist vorbei. Alles andere ist egal. Ich... Was du für uns getan hast. Wenn Randy nicht... Du schuldest mir nichts, Joss. Danke. River ist draußen. Dir ist schon klar, dass er den ganzen Tag von dir schwärmt. Okay. Basmati. Nice. Ja, Basmati-Reis ist der geilste. Nichts geht über Basmati-Reis, Leute. Was? Oh Gott.
Ja, Basmati-Reis ist mega. Wie und ich haben viele Gemeinsamkeiten. Jetzt die Tomaten. Jetzt kann der Reis rein. Reis ist drin. Okay, das muss eine Weile köcheln. Veranda? Veranda. Schnapp dir einen Stuhl und ein Bier oder so. Ist echt nett hier. Ja, irgendwie friedlich, als wäre nichts Schlimmes passiert. Sag mal, was ist jetzt mit Harris? Hab ihn im Krankenhaus besucht. Liegt er noch im Koma? Ja. Ein seltsamer Zustand zwischen Leben und Tod. Eine leere Hülle in einem Krankenbett. Einfacher Kopfschuss. Schnell und sauber. Dachte ich mir auch. Es wäre so einfach. Hab die Pistole an seinen Schädel gepresst. Dann fiel mir etwas ein. River. Der Tod meiner Eltern. Ja. Sicher, dass du es hören willst? Was ist passiert? Dad hatte eine Farm. Wie der Vater von Harris. Hat aber nicht genug verdient damit. Also haben meine Eltern einen kleinen Supermarkt aufgemacht. Haben direkt darüber gewohnt. Ein Geräusch hat uns nachts geweckt. Die Kasse unten war leer. Also sind die Einbrecher nach oben. Haben uns auf die Knie gezwungen und gefragt, wo wir das Geld verstecken. River, du musst nicht weiterreden. Schon so oft sowas gehört? Nein, aber es fällt dir schwer, darüber zu reden. Musst du nicht für mich. Okay, ja, du hast ja recht. Also, Harris, was hast du gemacht? Pistole an seine Schläfe und... Ich habe schon einige Menschen getötet, aber niemals so. Nie wie bei einer Hinrichtung. Bin schnell raus aus dem Krankenhaus. Für mich ist der Fall abgeschlossen. Sehr gut. Aber was jetzt? Zum NCPD gehst du nicht zurück. Vielleicht Privatdetektiv. Wer weiß. Mal sehen. Eva, du wolltest mit uns spielen. Hast es versprochen. Okay, okay. Dann mal los. Wie? Machst du mit? Was spielen wir denn, Onkel River? Siehst du gleich. Dorian, wir spielen. Ja, Big Trouble in Haywood. Hol dein Set. Echt jetzt? Trouble in Haywood. Und? Was meinst du? Sowas wollte ich schon immer mal spielen. Wow! Nette Wumme hast du da. Hey! Keine Zeit für Ablenkungen! Diese Abschaumen kommt sonst! Wer... Ihr seht ja cool aus. Wie, darf ich vorstellen? Captain Joanne McLean und Lieutenant Henry Callahan. Die mit Abstand besten Kommissare in unserem Revier. Die regeln das schon. Ich arbeite immer alleine. Ohne Ausnahme. Genau, ich auch. Ganz kurz, muss ich irgendwas über das Spiel wissen? Die Stadt ertrinkt in Verbrechen und Korruption. Auf den Straßen herrscht Chaos. Und auch wir sind keine Heiligen. Denn die Polizei wird von ihren eigenen Sünden heimgesucht. Die Lage scheint auswegslos. Denn niemand wagt es, ihm entgegenzutreten. El Chamuco en Diablado. Oh, der ist so fies. Aber wir können ihn besiegen. Der fieseste Fiesling aller Zeiten. Okay, dann mal los. Okay, unsere Aufgabe ist es, El Chamuco en Diablado zu finden und dabei seine Handlanger auszuschalten.
Er wird für seine Verbrechen büßen. Wir spielen in zwei Teams. Wir zwei und die Kinder. Aber wir haben dasselbe Ziel. Das Team mit mehr Punkten gewinnt. Ihr habt keine Chance. Hey, V, mach mal langsam, okay? Was ist Ihr Lieblingsspiel? Okay. Da ist er, auf ihn! Die Stadt gehört mir! Ihr habt keine Chance gegen mich! Er ist schnell! Aber das Gesetz ist schneller! Seine Handlanger! Hey, ich kann besser zielen! Gar nicht schlecht! Nochmal, nochmal! Hier lang! Da ist Ihr rattenverseuchtes Versteck! Den moralischen Verfall riecht man von Weitem. Still, zu still. Ein Hinterhalt! Sie haben auf uns gewartet! Nachbar. Wir laufen ja gerade mit der Brille hier rum, ne? Müsst ihr euch vorstellen. Voll die geile Mucke, ey. Na gut. Spuck es aus, Drecksack. Bettel ruhig. Oh, ich meinte eure letzten Worte. Echt jetzt? Noch ein Hinterhalt? Okay, und jetzt? Essen ist fertig. Oh, Mama. Wir hatten ihn fast. Dann schnappt ihr ihn eben das nächste Mal. Danke, dass du sie hast gewinnen lassen. Sie hatten Spaß. Ach, kein Ding. Das sind tolle Kinder. Ich glaube, sie mögen dich auch. Hey, Essen ist fertig. Oh, das ist irgendwie alles voll schön, oder? Und wie war euer Spiel? Voll geil! Wir haben sie fertig gemacht. Die Bösewichte? Ja, die auch. Mal sehen, ob es so gut schmeckt, wie es riecht. Die Arbeitslosigkeit tut dir gut, das sieht man. River genießt gerade das Familienleben. Familie und Polizei. Verträgt sich nicht. Endlich kann ich mal nachholen, was ich all die Jahre verpasst habe. Ich habe ihn schon lange nicht mehr so unbeschwert gesehen. Was ist mit dir, V? Hast du hier Familie? Oder Freunde? Ich dachte früher, dass Familie mich nur ausbremst. Dass meine Karriere wichtiger wäre. Nicht, dass die ohne Familie besser lief. Jedenfalls hast du meiner Familie geholfen. Und ich bin dir dankbar. Wenn du meinst, Joss.
Und mein Bruder mag dich. Joss? Was denn? Ist doch so. Er hat dich bestimmt gebeten, das zu sagen. Wow, woher wusste sie das? Das ist ihm so richtig unangenehm. Komm schon, Joss. In meiner Zukunft läuten keine Hochzeitsglocken. Warum? Wer findet, dass Vi und Onkel River ein gutes Paar wären? Ich! Vi hat ja gesagt. Dann wäre das ja geklärt. 1199 hier. Verstärkung benötigt. Komm, ich rette dich vor dem Überfall. Moment mal. Danke, Joss. Ja, danke. Puh, das wurde gerade echt brenzlig. Wofür hat man einen Partner? Hm? Als nächstes hätte sie dir alte Fotoalben gezeigt. Wird das ein romantischer Spaziergang? Blumen pflück ich dir jedenfalls keine, nur damit du es weißt. Da wären wir. Was genau ist das? Ein Wasserturm. Idealer Ort. Ideal wofür? Du weißt schon. Die Aussicht. Die Aussicht, klar. Hier lang. Ach, Scheiße. Das Tor klemmt wieder. Muss es mal reparieren. Ich helfe dir rüber, okay? Und du machst es von der anderen Seite auf. Okay, klingt gut. Einfach drücken. Okay. Weiter geht's. Die Gegend ist eigentlich nicht übel. Optisch natürlich kein Blickfang. Aber was soll's? Corpo Plaza ist es nicht. Nein. Aber man kann hier leben. Gibt schlimmere Orte, um Kinder großzuziehen. Und Randys Ärger mit der Polizei? Der kam ja nicht aus dem Nichts. Stimmt. Aber Randy kommt ganz nach seinem Vater. Der hätte auch in einem netteren Viertel Ärger. Oh, das ist aber wirklich eine schöne Aussicht. Ich merke schon, man darf den nicht überholen beim Klettern. Angeblich die schlimmste Stadt zwischen dem Atlantik und dem Pazifik. Aber die Skyline ist toll. Irgendwie beruhigend. Von hier draußen sieht man die ganze Scheiße in diesen majestätischen Wolkenkratzern nicht. Erinnerung? Überstunden, Verrat und so viel Stress, dass man Magengeschwüre bekommt. Etwas, das ich nicht unbedingt vermisse. Ich hab was für dich. Deine Pistole? Ich hab sie schon so lange. Zu lange. Zeit für eine neue Besitzerin. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber schieß dir nicht den Fuß ab, okay? Interessante Warnung. Das hat Joss Mann mal gemacht. Stockbesoffen. Genau hier. Was das jetzt zu einem besonderen Ort für deine Familie macht? So in der Art. Okay, wie... Du weißt, warum wir hier sind, oder? Hoffe ich. Bitte, lass mich nicht zappeln. Sollte das ein Anmachspruch sein? Habe in meinem ganzen Leben vielleicht drei noch schlechtere gehört, wenn überhaupt. Okay, ich bin ganz Ohr. Ja, wenn du meinst. Haha, was? Was? Wie du schluckst. Wunderschön. Echt jetzt? Ich saß mit diesem Typen beim Essen.
5 Minuten lang starrt er mich schweigend an. Und dann haut er den raus. Dich fick ich für umsonst. Was? Ich sollte Infos beschaffen von dem Gigolo mit Kunstnerzhut und so. War seltsam. Er hat mir alles verraten. Und dann haut er diesen Spruch raus. So ein großzügiges Angebot hättest du zumindest in Betracht ziehen sollen. In Abar tippt mir so eine Vollniete auf die Schulter. Hier bin ich, Baby. Du hast noch 2 Wünsche übrig. Was hast du gesagt? Mein 2. Wunsch wäre, dass er sich verpisst. Gab's einen 3? Mhm. Hab ihm gute Besserung gewünscht. Gebrochener Arm. Hatte er verdient. Okay, der war nicht schlecht. Eine Frau meinte mal zu mir, ich hätte sexy Waden. Das war's? Wie die von ihrem Freund, bevor er die Beine im Krieg verloren hat. Oh, wow. Aber sie hatte recht. Ich habe echt tolle Waden. Hör mal, River, wenn du dir mehr von mir erhoffst. Ich habe keine Chance, oder? Bleiben wir einfach befreundet. Ja, sicher. Na gut, dann trinken wir halt weiter. Hast du eine Limonade oder sowas? Limo? Im Ernst jetzt? Sollte ein Familienessen werden. Ich war nicht auf Hochprozentiges eingestellt. Auf Joss und die Kinder. Ja, auf die Familie. Macht's dir was aus, wenn ich trinke? Quatsch. Deine Ecke hier, deine Regeln. Aber du leistest mir Gesellschaft, oder? Alkohol macht mich echt charmant. Bin gespannt. Ja, sorry. Och Mann. Ist schon traurig, ne? Wie gesagt, sorry, aber... Wo habe ich das hingetan? Hey, hier ist es voll aufgeräumt, oder? Wir besiedeln den Mond, können aber immer noch keinen Kater heilen. Naja, war wenigstens ein schöner Abend. Ja, aber ich muss jetzt los. Hab Joss versprochen, sie zu Randy zu fahren. Ganz ruhig. Lass dir so viel Zeit, wie du brauchst, um gerade stehen zu können. Kannst du überhaupt noch fahren? Oh, bitte. Beim NCPD ist man Experte im Fahren nach einem Vollsuff. Jetzt schon. Entschuldige dich bei Joss für mich. Wir sind gestern einfach so abgehauen. Und haben dann das Bad voll gekotzt. Oh, shit. Ich hab doch nur Limo getrunken. Grüß Randy von mir. Mach ich. Bis dann, wie. Ja, ist schon so ein bisschen sad, ne? Der hat sich halt echt viel erhofft. Ach Mann. Sorry, River. Guten Morgen. Ich hoffe, ich störe nicht. Der Generator. Denkst du dran? Oh, fuck. Muss das jetzt sein? Ja, jetzt. Danach geht's ins Krankenhaus. Ich will, dass alles fertig ist, wenn Randy nach Hause kommt. Das stimmt nicht mit dem Teil. Keine Ahnung, aber der Strom geht nicht. Und sein Zimmer ist ein Saustall. Den ich aufräumen soll. Ich weiß, wie das klingt. Ausnahmsweise mal? Bitte?
Das ist ziemlich traurig alles, oder? Es tut mir echt leid, ey. Oh. Ui. Eine Waffe, mit der jeder Schuss sitzt. Crash. Bin bald da. Verdammt, wie? Er ist genial. Ich kann's hören. Mit Holy Shit. Holy Shit ist der schick. Aber warum haben wir nur eine Hand an der Waffe? Das ist ja interessant. Okay, ja, wir benutzen die mal zum Ausprobieren. Können wir den Wagen von dem klauen? Nee, ne? Das wäre auch mega gemein. Okay, ey, da ist mein Motorrad. Na gut, auf zurück zu Panam. Jetzt habe ich die Aufgabe nicht verfolgt. Queen of the Highway. Kann ich denn hier nicht fahren? Okay, man kann hier irgendwie nicht fahren in dem Gebiet. Och Mann, das ist alles so sad, ne? Okay, auf zurück zum Nomadenlager. Och Mann, das mit River tut mir so ein bisschen leid, ey. Oh. Ja, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass er der Richtige für unsere Wii wäre. Aktuell ist der einzige Richtige für Wii unser kleiner Johnny. Na gut. Oder Panam? Fragezeichen? Nein. Wir gucken mal. Wir gucken mal, wie sich das alles entwickelt. Erstmal ist das Wichtigste, dass wir irgendwann mal nach Evelyn Parker suchen. Da wäre mal was, ne? Aber aktuell, die halten uns die Nebenaufgaben ziemlich auf Trab. Och Mann, mir fehlt Jackie immer noch so ein bisschen. Oh mein Gott. Alles bereit? Hey, wie? Nein, noch nicht. Carol muss noch überprüfen, ob Militech irgendwelche Eis hinterlassen hat. Sind keine Konzerne gekommen, um den Verlust zu melden? Nein. Wir haben es geschafft, sie von unserer Fährte zu locken.
Wir haben die Trucks mit den großen Konzernlogos am Raffenlager abgestellt. Quasi die brennende Tüte mit Hundescheiße vor ihrer Haustür. 2.0, versteht sich. Scheiße. Der sieht ja aus, als käme er frisch aus dem Konzernkrieg. Gefällt mir. Alles in Ordnung. Wir sind sicher. Und Saul? Was ist mit ihm? Fürs Erste nichts. Wir kommen uns einfach gegenseitig nicht in die Quere. Also will er keinen Familienrat zusammenrufen? Und ob er das will. Er hat nur vor, mich noch eine Weile im Dunkeln zu lassen. Ich wollte schon immer mal so ein fettes Teil fahren. Wie all die naiven Idioten, die an der Front gelandet sind, mussten nicht mal rekrutiert werden. Man hat ihnen einfach nur die Tech gezeigt. Na los, steig ein. Ist alles fertig. Ach, Johnny. Ich glaube, wir könnten alle noch viel von dir lernen, hä? Scheiß Terrorist. Der aber wahrscheinlich auch viel Wahrheit gesagt hat. Oh, nice. Und los geht's. Zieh am besten den Kopf ein. Verdammt. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Ich hab alles im Griff. Eine Sekunde. Aha, geht doch. Ist nicht das neueste Modell. Aber Mitch und Bob haben getan, was sie konnten. Und? Was sagst du? Naja, immerhin weiß ich jetzt, warum man die Teile Särge nannte. Du steuerst direkt von deinem Sitz aus. Du musst dich nur verlinken. Was? Keine Knöpfe, Tasten oder Blinke-Dinger? Nein, gar nichts. Die Impulse werden direkt an deine Großhirnrinde gesendet. Der Basilisk wird quasi ein Teil deines Körpers. Wie ein mystisches Einssein. Hast du sowas schon mal gesteuert? Nein. Warum? Vertraust du mir nicht? Kann ich noch aussteigen? Nein? Dann vertraue ich dir. Und was macht der Co-Pilot beim mystischen Einssein? Gibt Unterstützung? Sag ich dir, wenn wir weiter weg sind. Wir werden ein bisschen üben. Okay, für volle Funktionalität im Gefecht braucht man eine zweite Person, um die sensorische Überlastung zu regulieren. Ein Pilot steuert, der andere übernimmt das Schießen. Ist echt angenehm. Wirst schon sehen. Okay, so sollte es gehen. Ein Testdurchlauf. Ich trenne die Verbindung. Braucht er nicht zwei Piloten? Wenn du gleichzeitig steuern und schießen willst. Bist du bereit? Panam, sag mal, soll das so sein? Neurale Synchronisation dauert einen Moment. Sollte gleich besser werden. Siehst du? Okay, langsam raff ich, was du meinst. Wärm dich auf. Keine Angst, ich guck auch weg. Dreh einfach mal ein paar Kurven. Oh, nice. Geschmeidig. Wie ein Boot. Mhm. Er gleitet über alle Hubbel, jedes Terrain. Fahr zu diesem Wrack. Jetzt fahr mal an diesen Turbinen lang. Zieh rechts oder links vor der letzten rüber, wenn ich es sage. Okay.
Motoren online. Links. Sehr gut. Weiter so. Rechts. Ja, genau so geht das. Das steuert sich tatsächlich sehr geschmeidig. Nicht zu viel. Der Basilisk ist immer noch ein Frachter. Aber du wirst trotzdem auf deine Kosten kommen. Also gut. Schieß auf diese Wracks. Gut. Eieiei. Die fahren nirgendwo mehr hin. Ey, warum ist denn jetzt die Steuerung nicht invertiert? Muss man auch nicht verstehen, ne? Okay. Okay. Genug geübt. Verbinde ich mich. Könnte sich seltsam anfühlen. Das heißt? Basilisk-Piloten müssen vollständig synchronisiert sein. Unsere Nervensysteme werden miteinander verbunden. Okay. Als hätte man zwei Einzelzimmer gebucht und stattdessen ein zu enges Doppelbett bekommen. Weiß nur zu gut, was du meinst. Hm? Erzähl ich dir mal. Okay, versuchen wir es. Scheint, als würde ich dich besser kennenlernen als geplant. Also gut. Am Anfang könnte es ziemlich schwierig sein. Mach dich auf sensorische Rückkopplung durch die Systempaarung gefasst. Im Gefecht gewöhnt man sich wohl dran. Mhm. Gut, ich fange an. Oh, fuck! Sie haben uns gefunden. Wir müssen ins Lager zurück. Das ist Rotten! Eine ganze Horde! Bereit zum Kämpfen! Verdammt! Hier auf, Tom! Macht die fertig! Und dann haut ab und macht euch hier nützlich! Wir fahren direkt zum Lager. Gabriel, ihr braucht uns. Holy crap. Ich bin ganz froh, dass Johnny jetzt nicht mit ihr synchronisiert wurde, weil sie ja jetzt mit unserem Neuralnetzwerk. Na gut. Ich bin sofort wieder da. Boah, Alter. Das ist mehr als pulverisiert, hä? Warum kann man manche Sachen nicht aufheben? Wie wäre es, wenn wir den einfach behalten, damit ihr euch wehren könnt? Ganz schön viele Leichen, ha? Huh?
Okay, gehen wir mal zurück, bevor wir überladen sind. Vieles wird sich ändern müssen. Ja, als erstes müssen wir diesen Ort verlassen. Und zwar schnell. Militech darf uns nicht finden. Natürlich. Ich bereite unsere Route vor. Ich gratuliere. Dreckige Entscheidung. Ich habe nein gestimmt. Danke, danke. Ich muss erst mal runterkommen, glaube ich. Kommst du mit mir? Ich glaube, ich habe den spannenden Dialog verpasst, oder? Ein interessanter Tag. Ich fühle mich, als wäre ich knapp einem Zug ausgewichen. War ziemlich knapp. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, glaube ich. Ach, hör auf. Nee, echt. Wir sind dir was schuldig. Kannst auf die Aldekaldos zählen. Jederzeit. Gut zu wissen. Niemand an der Bar. Find ich gut. Bier? Limonade? Limo klingt gut. Wie du willst. Auf Happy Ends. Unsere Abenteuer werden mir fehlen. Mir auch. Andererseits, wer sagt denn, dass das unser letztes war? Wie? Sieh dich um. Guck sie dir an. Sie könnten deine Familie sein. Hanam, was willst du damit? Bleib im Lager. Bei uns. Würde ich ja gern, Panam. Wirklich. Mhm. Und jetzt kommt das große Aber. Ich kann nicht. Nicht jetzt. Ich muss erst ein paar Dinge regeln. Schon okay, wie. Ist jetzt vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Ich dachte nur... Ah, vergiss es einfach. Ich denke darüber nach. Wie? Hanam, ich... Wie? Ganz ruhig, alles okay. Wie fühlst du dich? Was ist passiert? Ich weiß noch, ich... Wir haben geredet und dann... Du bist plötzlich umgekippt. Also haben wir dich mitgenommen. Wohin? Neue Bleibe. Das Lager ist umgezogen. Denke, hier sind wir sicher. Fürs Erste. Oh, wie? Wie? Du musst mir sagen, was los ist. Das Blut. Du warst stundenlang weg. Was fehlt dir? Panam, ich... Es wird schlimmer. Jeden Tag. Okay, Weh, entspann dich. Eins nach dem anderen. Was genau ist los? Die Wahrheit. Ich habe Angst, dass sie zwischen uns steht, wenn ich sie dir sage. Weh, hör auf mit dem Quatsch und sag mir endlich, was los ist. Kennst du Johnny Silverhand? Ja, sie spielen manchmal seine Oldies im Radio. Wieso? Weil er es ist. Er lebt. Und zwar in meinem Kopf. Er... Was? Willst du... soll das eine komische Metapher sein? Lange Geschichte. Hatte einen Job. Hab ihn versaut. Und jetzt hängt mir Silverhands Konstrukt im Kopf. Bullshit! Tja, er findet's auch nicht toll. Glaub mir.
Wir kommen nicht gut klar. Und es wird schlimmer. Du verarschst mich nicht? Ich versuche nur, damit zu leben. Zu überleben. Deiner Gesundheit bekommt's jedenfalls gar nicht. Hör zu, ich muss los. Mir geht's besser. Echt. Warte, ich komm mit. Ich dachte doch, die Stimme kenne ich. Hey, Mitch. Okay, endlich. Wir haben uns Sorgen gemacht. Hab auf dein Auto aufgepasst. Steht da drüben. Aber du verlässt uns doch noch nicht, oder? Geht's dir gut? Viel besser. Danke für eure Hilfe. Freut mich zu hören. Ihr habt euch ja schnell hier eingerichtet. Naja, war nicht unser erstes Mal. Dieser Ort ist gut. Wir haben das Gebiet besser im Blick. Der Rest wird sich schon zeigen. Aber sag, wie geht's dir? Du hast uns ziemlich erschreckt. Danke. Ich bleib noch ein bisschen. Fühl dich wie zu Hause. Denk dran. Unser Angebot steht noch. Wenn du Hilfe brauchst, die Alde Kaldos sind für dich da. Endlich mal was, wo wir uns einig sind. Wenn du was brauchst, klar, weißt du, wo du uns findest. Aber teilen tun wir ihr nichts. Wenn sie dabei sein will, können wir sie in eine Szene einbringen. Oh, sag mir einfach Bescheid. Mhm. Soll ich mitkommen? Ich kenne diesen Ort von früher. Die alten Routen. Seid ihr hier wirklich sicher? Vorerst ja. Militech kommt nie so weit raus. Und von hier hat man einen viel besseren Überblick. Don Röschen ist also aus dem Schönheitsschlaf erwacht. Hallo? Oh Mann. Aber trotzdem. Alles hier ist nur temporär. Bald müssen wir entscheiden, was als nächstes kommt. Wie? Nochmal wegen vorhin. Ich will nicht mal so tun, als hätte ich's verstanden. Wird eine Weile brauchen. Aber im Ernst, wie kann ich helfen? Ganz ehrlich, keinen Plan. Aber es muss doch etwas, jemanden geben, der... Erinnerst du dich an Hellmann? Die Persönlichkeitskonstrukt Tech ist von ihm. Deshalb wolltest du ihn schnappen. War leider eine Sackgasse. Und jetzt muss ich rausfinden, wie es weitergeht. Du findest einen Weg. Und wenn's soweit ist, helfe ich dir. Die ganze Familie wird helfen. Saul meinte das ernst. Verstehst du? Danke, Panam. Oh Mann. Benutzen. Benutzen. Ja, schön. Implantate billig. Warnung, sie wurden angegriffen. Malware. Ich kann gerade irgendwie unsere Scan-Optik nicht benutzen. Ich weiß nicht genau warum. Och Mann, ich mag Panam. Ich mag die wirklich. Das neue Lager ist doch auch ganz nett, oder? Na gut. Wir können später reden. Sehr gerne. Okay.
Wo sind die jetzt genau hier? Okay. Dein Zuhause, Night City. Ich wusste gar nicht, dass ich jetzt hier wirklich ein Zuhause habe. Warum liegt da jemand anderes immer drin oder diesmal nicht? Ah. Oh Mann. Wie geht's, Jake? Es geht so. Wir haben die Blutung gestoppt, aber ohne das Implantat. Was ist los? Jake hat's erwischt. Er braucht eine neue Niere. Und zwar sofort. Allerdings hat er eine Sichelzellenanämie. Ein normales Nierenimplantat wird's also nicht tun. Hier in den Badlands kommt man an solche Spezialdinge allerdings nicht so einfach ran. Ruffenschiff? Stecken die etwa dahinter? Mhm. Wir sind davongekommen. Gerade so. Ein Granatensplitter hat sich direkt unter Jakes Panzerjacke gebohrt. Puh, was für ein Pechvogel. Es ist noch nicht zu spät für ihn. Aber die Zeit wird knapp. In Night City findet man so ein Implantat. Da bin ich mir sicher. Mhm. Der Dakota hat einen Kontakt in einem der Krankenhäuser. Der meinte, er könnte helfen. Aber? Aber einer muss in die Stadt. Und du siehst ja, wie das Camp aussieht. Die Ruffenschiff können jederzeit wieder aufkreuzen. Wir brauchen jeden Mann. Du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Wie? Kannst du in die Stadt gehen? Du kannst dich auf mich verlassen. Ich weiß. Dakotas Kontakt arbeitet in einem Krankenhaus in Little China. Du musst nur das Implantat abholen. Das Geld wird auf einem sicheren Weg verschoben. Alles klar. Bis später dann. Fortunate Son, begib dich zum Treffen mit dem Krankenhausangestellten. Das können wir gerne noch schnell machen. Dafür würde ich sogar tatsächlich die... Ups. Die Schnellreise benutzen. Little China... Wie gesagt, ich bin eigentlich ja so ein Verfechter von Schnellreisen, aber jetzt hin und her fahren wäre mir dann auch ein bisschen too much. Ja, okay. Dann haben wir jetzt die Aufgabe von River und die Aufgabe von Panam so ein bisschen scheinbar abgeschlossen, ha? Huh? Regina Jones. Ich will nur ein einziges Auto haben. Das kostet viel zu viel. Dakota sie geschickt? Ja, ich soll hier was abholen. Hier, eine Dynala Superniere für Patienten mit Sichelzellanämie. Wie abgemacht. Die Eddies kommen. Ja, ja, später. Ich weiß. Ich muss los. Bin mitten in der OP. Bitte was? Warum ist man gleich so aggressiv? Oh, scheiße. Neutralisiere die Polizisten. Mach sie alle! Scheiße! Wir kriegen hier unsere Ärmste poliert! Mach sie alle! Ey, ich hatte noch ein Leben. Aber warum... Warum muss das jetzt wieder alles so ausarten? Das verstehe ich ja wieder nicht. Kann ich einmal was einfach friedlich funktionieren, ohne dass wir dauernd... Warum immer gleich so aggressiv? Nanu? Ergib dich!
Scheiße! Wir kriegen hier unsere Ärsche poliert! Beamter verwundet! Ich dachte, der Dienst wird easy. Oh, Scheiße. War der das jetzt schuld, oder was? Überlege ich es mir, wenn ich eine verfickt überzeugende Erklärung höre. Der Anruf von Dakota. Die Polizei hat mitgehört. Sie haben mich gezwungen. Nie im Leben. Kein Bulle macht so viel Stress wegen einem Nierenimplantat. Doch, es ist wahr. Sie sagten, dass sie Ruff und Schiff aus Night City raushaben wollen. Mit allen Mitteln. Aber Dakota gehört nicht... Ach, egal. Vergiss es einfach. Lassen Sie mich gehen, bitte. Ich wollte das nicht. Ich hatte doch keine Wahl. Niemand außer dir hat das Implantat angefasst, richtig? Das weiß ich auch nicht. Denk gut nach. Ich kann mich auch in deinen Kopf einstöpseln und selber nachsehen. Die Polizei. Sie haben die Superniere mit einem Virus infiziert. Die Originalfirmware ist auf diesem Splitter. Sie muss neu installiert werden. Verschwinde! Heilige Mutter Gottes, danke, danke. Ich sagte, du sollst verschwinden. Hoffentlich ist es das wert. Vor allen Dingen hoffe ich, dass wir das fixen können. Einfach mal die ganzen Polizisten getötet. Okay, mal kurz wieder gucken wegen Schnellreisepunkt. Ah, straight geradeaus. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass... muss ich jetzt irgendwas machen oder ist es jetzt damit erledigt, dass wir das Ding dabei haben? Okay. Oh Mann. Ja, unangenehm. So Polizisten auf einmal aus dem Nichts kommen zu sehen, ist ziemlich unangenehm und überraschend und ungewollt und unschön. Sucht's euch aus, alles zusammen. Ja, unglaublich. Hey, ich höre dir schon zu. Ich habe das Implantat für Jake, aber es hat ein Virus. Du musst die Firmware gegen die auf dem Splitter austauschen. Was für eine Überraschung. Nomaden kriegen immer eine Spezialbehandlung. Du hast gut aufgepasst, danke, Vi. Komm in ein paar Stunden nochmal. Bis dahin sollte alles klar sein. Da würde ich jetzt einfach mal warten. Das Warten ist gerade nicht möglich. Okay, wir müssen weg, damit wir das triggern können. Ich verstehe. Kann ich denn wegreisen und wieder hinreisen? Also wegreisen, 8 Stunden warten, wieder hinreisen? Funktioniert das? Ja, keine Ahnung. Und dann würde ich beim nächsten Mal nochmal Nebenaufgaben machen. Ich weiß, jetzt staut sich das doch ganz schön an. Aber ich sehe keine wirkliche Alternative momentan. So, können wir jetzt warten? Ah, jetzt können wir warten. Dann warten wir jetzt mal bis 9 Uhr. Das reicht ja.
Lies die Nachricht von Bob. Komm mal zurück zum Lager, es geht um Jake. Ich habe den Anruf doch angenommen. Okay, wir gehen zurück. Also ein bisschen viel Gereise jetzt, natürlich. Aber ich, es ist ja auch nur eine ganz kleine Nebenaufgabe und dafür jetzt so viel hin und her zu fahren, wird sich, glaube ich, nicht wirklich lohnen. Wie geht's, Jake? Besser. Er braucht noch ein oder zwei Tage, um wieder auf die Beine zu kommen. Freut mich zu hören. Vielen Dank, Vee. Auch im Namen der ganzen Familie. Danke. Gern geschehen. Cool. Grüß dich, Vee. Brauchst du vielleicht ein neues Auto? Oh, oh. Was kostet der Spaß? Boah, was? Ach, das ist auch so ein Quadra. Versteht ihr? Aber halt die Geländeversion. Ja? Was geht? Sollen wir nicht einfach alle nicht goldenen Waffen einfach immer verkaufen? ...41.000. Wir kommen näher, ne? Untere Schicht ist das hier, ne? Okay, dann nochmal Inventar und... Oh, Schick. Okay. Cool. Pistole. Genau, die wollte ich. Aktion gesperrt. Aktion gesperrt, okay. Lass doch kurz in die Itemherstellung gehen. Herstellung Upgrades. Guckt mal. Wir können das upgraden. Mit ganz schön vielen Teilen. Könnten wir die Pistole upgraden. Wir könnten das auch upgraden. Wir können die auch upgraden. Wir können sogar unsere Dings hier upgraden. Aber es lohnt sich ja mal gar nicht. Kostet aber auch kaum was. Ich würde einfach mal die, weil die echt cool ist, würde ich einfach mal upgraden zum Ausprobieren. Okay. Cool. Was machen wir beim nächsten Mal? Journal. Wir wollen Dream On machen. Oh mein Gott. Wir wollen Dream On machen. Und dann machen wir jetzt noch einmal eine Schnellreise. Um dann beim nächsten Mal nicht direkt am Anfang eine Autofahrt zu haben. Was gar nicht so verkehrt wäre, dann könnte man schön viel reden, aber wir machen es jetzt mal so. Gut, also wie gesagt, ich mag Panam sehr. Mega sympathisch. Aber mal gucken. Gut, dann beim nächsten Mal geht's hoch zum Stadtrat. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.